Dann kommt der nächste, ich weiß. Und der wird gewinnen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft PvP. Diesmal spielen wir wieder mal eine Runde Ender Games. Und zwar auf dem GoMaDi.net-Server. Und ja. Eigentlich habe ich ja gesagt, man kann ja nicht mehr drauf spielen, wenn man gekickt wird, aber es ist gerade 11 Uhr vormittags in der Woche. Da geht das, denke ich, schon. Ah, jetzt habe ich die Pfeile nicht bekommen. Egal. Ein bisschen Zeug haben wir auch noch abbekommen. So, man kriegt ja noch keinen Schaden. So kann man sich sowas mal erlauben. Und jetzt gucken wir mal, ob wir noch eine schöne Kiste finden. Warum ist da keine Ender Chest und hier schon die Wall, ey? Mann. Ach, verdammt. Ist auch schwer hier, die Maus gerade zu halten. So. Jetzt können wir mal gucken, ob wir hier denn noch irgendeine Kiste finden und uns gegebenenfalls noch ein besseres Schwert craften können. Wenn nicht, gehe ich einfach mal so in den Kampf. Davon haben wir auf jeden Fall ein Schwein. Aber Feuer haben wir nicht. Noch ein Schwein. Immerhin ein bisschen was zu essen. Und davon haben wir schon den Essengegner. Ja, den haben wir. Sehr schön. Die nächste 86 Blöcke entfernt. Essen. Wir haben voll wenig Essen. Das ist nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Vorne ist eine Kuh. Zwei Kühe. Aber feuerzeugtechnisch haben wir auch nichts. Deshalb können wir uns kein gebratenes Fleisch holen. Das war ein Port. Oh, und der hat Eisen liegen gelassen. Warum rennt er jetzt weg? Ah, hat Lava-Eimer. Ja, das war gut gesetzt, Mann. Oh, ich dachte, das war's. Ich dachte, das war's jetzt. Glück gehabt. Ganz großes Glück gehabt. Eisenbrustpanzer. Hose, Helm. Zack, zack. Huh. Essen. Der nächste ist übelst weit weg. Das heißt, wir können mal gucken, was wir hier haben. Lava-Eimer hätten wir jetzt auf jeden Fall hier. Und mehr zu essen bräuchte ich jetzt auch. Das ist ein Bug, dass die Lava da noch existiert. Oh, sehr schön. Drei gebratenes Fleisch gleich. Liegt auch noch ein bisschen Stuff rum. Der nächste Typ ist auch wieder ein bisschen weiter weg. Das ist auch wieder sehr schön. Jetzt gucken wir mal, hier haben wir auch ein paar Pfeile jetzt. Ich würde mal sagen, war eh schon leer. Aus reinem Optimismus heraus. So, ein paar Leute leben noch. Und ich muss auch schon in 10 Minuten zur Schule, das heißt, ich sollte mich beeilen. Wo ist denn der Typ? Ah, da. Hat der auch einen Speedbar? Nee. Zack. Na gut, war auch mehr als unfair. Dadurch, dass ich ihn von hinten überrascht habe. Habe ich schon. Gut, sonst nichts mehr Interessantes. Ein paar Pfeile noch. Der nächste Typ ist wieder ein bisschen weiter weg. Wassereimer haben wir auch bei der Hand. Und hier liegt wieder... Boah. Oh.
Nehme ich mal so hin, was hier alles so liegt. Dia-Schwert, noch ein Feuerzeug. Noch ein bisschen Essen. Was ich nicht aufnehmen kann. Pfeile haben wir genug, das heißt, ich brauche die nicht mehr im Inventar zu sehen. Ich habe die Pfeile meistens immer in der Hotbar unten. Damit ich immer einschätzen kann, wie viele Pfeile ich noch habe. Das ist der einzige Grund. Damit ich mich nicht verschätze und zum Beispiel ins Wasser springe, obwohl ich nur noch 5 Pfeile habe. So muss ich nämlich nicht darauf achten. Na, ist ja schön, was der da macht. Jetzt war eine Blöcke der nächste. Eisenschuhe hätten wir jetzt hier noch. So. Das ist auch schon mit einer der letzten hier, die letzten vier. Das wäre ein Enchantment Table natürlich nicht schlecht bei 5 Leveln. Könnte ich mir Schwert, Bogen und fast die komplette Rüstung verzaubern. So, da hinten haben wir auf jeden Fall den nächsten. Gucken, wie gut der ist. Der ist auf jeden Fall gut ausgerüstet. Und der wird uns wahrscheinlich auch gleich sehen, weil er auf seinen Kompass mal guckt. Aber wie er sofort hektisch hin und her rennt, ey. Nicht einmal hat er mich getroffen. Auch lustig. Dann kommt der nächste, ich weiß. Und der wird gewinnen. Nein! Puh, Bann 1. Ah, da haben wir noch eins. Na, genauso scheiße. Boah. Mit wem wurde ich denn jetzt geportet? Ich wurde mit irgendjemandem getauscht, oder? Mit der Kiste. Das kommt mir so vor, als wäre ich gerade mit der Kiste getauscht worden. So, ich renne erstmal weg. Denn ich möchte erstmal regen. Kommt der Typ überhaupt näher ran? Nö. Lustigerweise nicht. Na, dann regge ich erstmal und laufe dem Typen mal nicht entgegen. 15 Dias. Ah ja, sehr interessant. Da ist sowas und sowas hier schon mal drin. Oh nein, ein Eisenhelm ist nicht besser als ein Goldhelm. Nur um das nochmal klarzustellen. Viele haben das auch noch nicht begriffen. Ich setze sie meistens nur auf, weil alle anderen denken, dass der gefährlicher ist. Und dann sind sie automatisch eingeschüchtert und kämpfen schlechter. Nee, keine Ahnung, aber davon haben wir auf jeden Fall noch ein Enchantment Table. Hallo. So, Schärfe 1. Das war schlecht, weil der Typ jetzt eine Dia-Hose hat. Dann mache ich aber Folgendes. Sonst verliere ich hier noch. Da unten ist er nämlich. Scheiße. Das war echt eine geile Aktion. Jetzt hat er eine Dia-Hose. Meine Dia-Hose. Ich hätte mir erst den Bogen enchanten sollen. Mann. Ich wusste nicht, dass es schon so schnell kommt mit dem Tauschen. Immerhin, mein Schatten ist ein Dia-Schwert dabei. Hat er mich echt nicht gesehen gerade? Er guckt so nach oben. Ja, komm, noch mal. Mir fällt gerade was auf. So, er rennt rein. Ja, ist ja schön, dass er sich noch herportet und 200 Herzen dadurch verliert. Gut, GG. Das war echt dumm von ihm, dass er es gerade noch sich in der Enderperle geportet hat, aber na gut. Größter Fail mit der Dia-Hose gerade. Ich hätte erst den Bogen enchanten müssen, ne? Wäre auch wichtiger gewesen, abgesehen mal davon. Aber na gut, ich muss sagen, das war's mit dieser Runde hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.